Herzlich willkommen zurück. Ich bin da erstmal dran. Immer noch auf der Bergabkarte mit dem Randy beim Kämpfen. Und ein Glück, hallo. 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 Man merkt schon, hier fährt man schon mal deutlich mehr, obwohl die Karte eigentlich gar nicht so viel größer ist, ne? Das ist richtig. Ich bin jetzt gleich bei 5 Kilometern. Oh. Nee. Ja, erstmal kurzer Kartencheck. Hopp. Noch weiter, wo bin ich denn hier leider lang gefahren? Ja, oder? Da oben endet dann einfach mal so die Straße. Hm. Ja, da musst du dann zusehen, wo du weiterfährst. Ach so, ja, das stimmt. Du bist auch noch ein bisschen entfernt. Ja, 540 Kilometer Distanz. Kilometer, Meter. Also die Blockstellen sind dicht, die Stellen sind dicht. Hm. Obwohl, es gäbe auch die... Ach ne, das ist ja auch eine Blockstelle. Muss hinten rumfahren. Ich wollte gerade sagen. Muss komplett hinten rumfahren. Na ja, gut. Komm dann zur Unterstützung. Hm. Wie Sprit haben sie noch? Waren sie? Ach ne, sie müssen dann tanken gehen halt. Da unten ist noch was zu tanken. Ich wollte gerade sagen, das ist noch 104 Liter. Ich klemme mich auf den da nochmal ein Fass drauf. Und dann entgegen. Da verbraucht hier auch schon viel. Leg, dass ich den ganzen Öl gemacht habe. Oh, hier steht, also du hast aber deine eiserne Reserve, hast du ja schon verbraucht, ne? Ja. Hm. Die 19 Liter habe ich schon noch reingekracht. Hm. Hm. Und jetzt bin ich im roten Bereich. Ich hatte Mücke schon. That's nice. War da anscheinend auch aufgebaut, der Helmut. Grüße. Damit ich sehe, wo ich hinfahren muss, weißt du? Da. Da ist die Werkstatt. Ist dann da unten. Ah, dort bist du. Baumstelle ist hier. Dort. Alles klar. Aber da weiß ich, wie ich brauche. Wo ist das denn? Was ist das denn?
Was machst du? Was machst du? Alles bestraft. Oh ja. Steig wieder runter. Fällt so. Und los! Jetzt die Frage, komm ich überhaupt noch so weit? Wo, wenn du den Allrad ausschaltest, geht aber nichts mehr vorwärts. Ja, das ist richtig. Ein bisschen zu sparen hier, denk doch an die Umwelt. Gerade hier im Wald. Also wie manche Bäume hier aussehen, ist eh schon zu spät. Kern gesund? Naja, du bemerkst das Wort Kern. Ja. Boah, wie tief der Schlamm hier ist. Und es wird wieder helle. Schön. Wie viel Sprit haben sie noch? 45, bin aber auch an der Tankstelle jetzt. Achso, selber umgefahren. Ja, das ist ja jetzt eigentlich nicht so. Das wäre für dich nichts Problematisches gewesen. Das sieht zwar auf der Karte übelst klein aus, aber hier hast du eine Menge Platz zum Wenden. Achso. Die ganzen Steine, Vorsicht. Ja, kein Schaden gefressen, so will ich das sehen. Und doch Schaden gefressen. Da lag noch einer am Schluss, der war ein bisschen unfair gelegt. Also. Ist eigentlich dann schon die letzte Karte? Ne, eine gibt's noch, ne? Eine gibt's noch, ja.
Alles klar, hoch damit. Ja, geht ganz schön steil hoch, du. Vor und dann her die gleiche Körper abletzt auch hoch. Ja, guck da, wo ich besser dort lerne. Na guck, Böse. Die Lichter sind halt so angeordnet, dass er Böse guckt. Kennst du doch damals, ne? Zu deiner Zeit, Opel Astra. Ne? Hauptsache böser Blick vorne dran. Nee, ich hatte einen Escort, hat aber einen bösen Blick. Also. Erst als Provisorium, dann so gekauft, aber was tut da illegal ist. Echt? Ja, ich hab's trotzdem lackiert. Der Spraydose sah gut aus, aber. Bis sie mich angehalten haben. Deswegen habe ich die auch nur so eingeklebt. Ha. Auf den Scheinwerfer und das ging ja auch relativ lange gut und dann haben sie gesagt, na, das war nicht zugelassen, da geht so viel vom Licht verloren. Also du darfst das offiziell gar nicht machen, oder was? Es gibt gewisse, die eingetragen sind, wenn es aber zu viel Licht wegnimmt, ja, darfst du es nicht machen. Ah, okay. Und ja, dadurch ist nur eingeklebt, da habe ich fix das Klebeband abgezogen, zack, flott und ja, kann ich weiterfahren. Achso. Klebeband. Naja gut, ist billiger wie das Original, würde ich sagen. Also ich hatte so eingeklebt halt, ne? Das war das richtige Zeug, das war schon auf, also die Schalen, die ich da drauf gemacht hatte, die waren schon aus GFK. Achso. Das ist, war schon was richtiges. Das ist halt immer noch mit der Nähe. Ja, viele kaufen sich dann gleich komplette so Motorhauben oder so, die dann über den Lichter gehen. Das einzeln so, das ist eigentlich gar nicht mehr so. Mit zu wenig geben diese Leute sich daher nicht mehr ab. Ja, die wollen am besten gleich ein komplettes Bodykit. Das wird teuer. Ja. Obwohl es gibt ja solche Billo-Dinger, oder? Ja, aber die passen ja dann nicht richtig. Na, Wenn dann schön scheiße ist. Ich bin nur noch auf dem richtigen Weg, oder? Weil ich gucke halt nicht auf die Karte, ich folge halt hier einfach den Weg. Das ist auch nicht schlecht. Oder ich gucke. Ja, sieht doch gut aus. Da vorne endet dann die Straße, ne? Da musst du dann aufpassen. Sehe ich gerade, ne? Die endet ja hier schon. Ja, genau. Wo jetzt lang rechts, oder was? So rechts halten, ja. Und bei dem Fluss, oder was? Ja.
Weil sie sind nicht weg. Hängst du fest? Ja, so ein bisschen. Ich versuche mich gerade ein bisschen rauszuziehen. Ich muss halt immer mal ein bisschen den Winkel noch kontrollieren. Ah, jetzt kommt er aber schon wieder gerade, oder? Aber Verbindung mit Steam? Hä? Steht bei mir gerade Verbindung mit Steam R abbrechen. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Alles klar. Wo ist Steam gerade an? Auch nicht vergessen. Aus irgendeinem Grund hab ich schnell Nachtschlitter. Oh, hi. Was ist denn den her? Wahrscheinlich die Tankkobolde aus dem Wald. den Baum da vorne bitte. Den da vorne bitte. Jetzt sehe ich nichts. Das ist die Umkippe hier. Kann sich anhängen. Und das ist ja freundlich. Wollen sie nicht ziehen. Wir machen es so. Das mit Sattel zu, verstehen Sie? Verstehe ich. Gut, ich habe nicht voll gemacht, nur 1600 Liter. Mhm. Er kann, so einen normalen Tanker, so einen kurzen, kann er gar nicht hinten draufhalten. Ne? Ich glaube, da brauchst du auch den anderen dann. Da gab es ja immer den D535 und dann gab es ja noch den D537 oder so. Mhm. Er konnte das. Mensch. Also beim normalen Speedfires. Guck mal, wie ist denn da Jens Plus hier? Halt. Oh, jetzt rennen wir aber. Achtung, jetzt geht's bitte schneller. Gehen Sie noch dran? Ja, ja. Ja. Ach man, eine normale Straße, mal ganz was Neues. Ja, ja. Nur kurz, danach geht der Dreck wieder los. Also. Wow. Ach ja, die Punkte haben sie aber nicht verändert, also das Sägewerk. Zwar die Hinfahrt dazu, aber ansonsten war das beim normalen auch hier. Ja. Häng ich jetzt? Wenn die ins Plus drin hast, da rot da durch, schaut den Dreck nur noch weg. Na, so ist das. Da hat aber keinen krischen Grip mehr. So. Durch Teamarbeit geschafft. Wahnsinn. Hast du jetzt aber Glück gehabt? Da hätte ich jetzt gerade den Wind nicht gelesen, ne? Ja, ja, genau. Ei. Naja, aber von der Zeit. Nö. Ja, der hätte sich vorne hochgerissen. Wenn hinten bei mir die Winde dran ist und du fährst an mir vorbei, dann ziehst du ihn irgendwann vorne hoch, den hebst du nicht aus. Na gut, schon da, oder? Aber von der Zeit her fast so lange wie auf der letzten gerade. Richtig. 11,74 Kilometer bin ich gefahren. 8,06. Kannst du ja nur neben den Bäumen oder ums Umfahren. Genau. Aber fast. Brauchst du Kraftstoff, 920 Liter. Puh. Kann man machen. Gut. Da schmeißt er mich ja wieder komplett raus. Ja, die letzte Karte nennt sich Überschwemmung und hat nur ein Sägewerk und auch nur eine Stelle zum Laden. Ja, aber guck doch mal an, wie die... Ach du guter Gott. Das kennen wir aber auch so groß, ne? Ja, ja. Sieben Gleichgewichtspunkte. Ist richtig, ja. Wir haben sieben. Wir kriegen, die bieten uns zwei Dreier an und zwar zweimal den C4310. Aber wir haben jetzt auch den Kirovets freigeschalten und den D537 als Startfahrzeug. Als letztes, wenn wir die letzte Karte dann noch schaffen, dann schalten wir noch den E-Klasse frei, richtig. Die E-Klasse. Aber gut, moderieren Sie einfach ab. Ja, ich moderiere jetzt einfach ab.
Deshalb, bis zum nächsten Mal, auf der letzten Karte dann. Tschüss. Tschüss.